Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Immer noch. Irgendwo hier im Nirgendwo. Um die Gegend ein bisschen zu erkunden. Ich habe mir schon mal den nächsten NCPD-Auftrag da hinten ausgesucht. Den wir gleich machen werden. Aber zuerst möchte ich doch mal kurz hier schauen, was es so gibt. Offensichtlich gar nichts. Obwohl. Naja, nichts Spannendes. 200 Meter. Würde man sagen, wir können da ruhig hinlaufen. Ist das hier hinten auch schon Dogtown? Weiß grad gar nicht, das sieht irgendwie ein bisschen so aus. Ich glaube, das ist Dogtown. Alright, das ist da oben. Jetzt ist die Frage, kommen wir da irgendwie hoch? Ich hätte da wahrscheinlich draußen langlaufen sollen. Ja, hier kommen wir nicht dahin. Doof. Und da drüben auch nicht. Das war jetzt ein Fehler von mir. Wir müssen da an der Wand außen entlang. Zum Glück machen wir das jetzt, denn später würde ich bestimmt nochmal den gleichen Fehler machen. Okay, wait. Wir rollen kurz hin, Offroad-Fahrzeug hin. Ist mir doch ein bisschen zu doof, da hinten hinzulaufen und dann wieder zurück. Dann fahren wir lieber kurz dahin. Danach wieder schnell wegzukommen. Wir haben hier ein bisschen einen Special Platz, wie es aussieht. Alright. Wow. Das ging jetzt unglaublich schnell. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Dass wir die mit einem Schlag sozusagen ausschalten. Das waren Breaks. Wir haben hier ein bisschen sprayed. Einmal Befehle und Item-Komponente. Lesen wir gleich mal. Misha, Tanny und Rob haben noch einen Militech-Bunker gefunden. Sieht aus, als wurde er nach dem Krieg verlassen und versiedelt. Keine Ahnung, was drin ist. Aber es ist Militech. Also werden es keine Toaster sein. Misha sagt, am Eingang ist noch mindestens ein Geschützturm intakt. Außerdem eventuell Minen und Drohnen. Kampflos kriegen wir das Zeug also nicht. Aber es sollte sich lohnen. Sag mir, wie es gelaufen ist und schick eine Liste von allem, was du findest. Jetzt ist die Frage, geht das hier noch weiter? Oder ist das hier, sollte das hier der Bunker sein? Ja, wie man sieht, habe ich eine andere Mod noch installiert zwischendurch. So, noch ein paar andere Mods. Und das Smart Window wieder hinzugefügt. Und daher kommen jetzt die ganzen News-Meldungen da unten links. Wo ich schätze mal, das wäre wahrscheinlich hier gewesen. Aber mehr gibt's nicht. Auch hier Müll nix, ne.
Naja, das war jetzt ziemlich einfach. Und schnell und schmerzlos. Wir haben jetzt hier die zwei noch, die gleich nebeneinander sind. Machen wir auch noch. Und hier das dritte. Das ist irgendwo beim Rummelplatz. Ich glaube, das ist die Achterbahn hier. Und das ist das Riesenrad. Die zwei machen wir, die sind nebeneinander. Und dann noch kurz hier hin. Dann haben wir zumindest diese Ecke hier gesäubert. Möglicherweise machen wir die hier alle auch noch. Mal schauen, weil das sind doch ein paar Stück hier. Allerdings hier draußen waren wir da glaube ich noch gar nie und auch hier nicht. Aber erstmal dahin. Sorry, da hat mein Gamepad gerade nicht funktioniert, deshalb habe ich da nichts gemacht. Hier draußen in der Wüste gibt es bestimmt auch noch irgendwelche kleinen Geheimnisse. Muss ich mal ein anderes Mal schauen. Oder vielleicht offscreen. Weil es gibt ja auch so viele Raritäten hier zu finden. Allerdings ist ja das meiste immer mit einer Story verbunden. Ah, shit. Ja, gut. Das war nicht mein Ziel. Dass ich alle umbringe. Da leider die Granate alle getötet. Die Cops kommen auch gleich. Wahrscheinlich geht sie nicht rein. Die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Mehr von den Raids? Okay, Scavengers. Naja, Gang ist Gang. Okay, die Cops haben wir los, dann können wir doch noch mal kurz hier schauen. Aber da passiert nichts. Schade. Würde ich mir doch manchmal wünschen, dass irgendwie die Türen aufgehen würden. Man was findet. Ah, noch mehr von denen. Und hier ist die Straße zu Ende. 500 Meter in diese Richtung. Kann ich da kurz durchfahren, Leute? Ups. Was ist hier los? Irgendwas von NCPD wieder. Naja, lassen wir mal. Second Enchantment. The Window Hotel. Sorry, das sieht hier alles ziemlich spannend aus. Alle Kaldos. Wie soll uns eigentlich freundlich gesonnen sein? Sorry.
Die alte Kaldos sind ja eigentlich Freunde von uns. Geldsplitter, nice. Hi Leute. Wäre die Kaldos-Splitter auch gut? Und die Waffe? Was habt ihr hier Schönes? Für ein Versteck? Natürlich geht die Tür nicht auf, schade. Sonst gibt's aber auch nichts Spannendes. End is near. Nee, sonst gibt's hier nichts. What the hell ist das für ein riesiger Truck? Sieht echt alles spannend aus hier. In den Outskirts von Pacifica. Weiter geht's. Voodoo Boys. Da oben gibt's auch wieder irgendwas Spannendes. Hier drüben sehr viel Polizei. Oder wahrscheinlich. Hier ist auch was los. Ja, Dogtown. Mal schauen, was hier oben los ist. Wer gegen wen kämpft? Animals? Scavengers gegen Animals. Ich meine, das ist unsere Chance abzusagen. Ein paar Waffen mitzunehmen, Stuff. Die sich hier gegenseitig abschießen. Und freut sich der Dritte und das sind wir. Da ist das Lied wieder. Eines von meinen Lieblingsliedern hier. Da ich mich das immer an den Anfang erinnert mit Jackie. Der arme Jackie. Sonst gibt's hier nichts mehr. Nope. Scavengers. Scavengers. Ah shit. Wie gesagt, ist unnötig, ich weiß, aber bringt uns Geld und Stuff. Loot. Auch wenn wir nicht alle looten können, was weird ist. Der NCPD-Auftrag ist 90 Meter dahin. Dann weiter geht's. Ja, hier ist wieder dieser halbwege Checkpoint, den sie hier errichtet haben, wo uns Delamain mal in die Zange genommen hat. Alter, es ist dunkel. Ah, den Hammer habe ich auch ausgerüstet. Netwatch? Eine Netwatch-Drohne.
Greift uns die an, wenn wir hier zu nahe kommen. Haut die raub. Genau. Wer bist du bitte? Ein Gespräch zwischen Nina, Cello und Lucy Thackeray. Lucy, mach schon, geh endlich ran. Sorry, hab noch gepennt. Was ist los? Hab mir eine Kugel gefangen, war in Dogtown hinter der Mauer. Auf der Suche nach Ausrüstung. Und die Leute von diesem Ficker haben auf mich geschossen. Dieser General oder wer das ist. Blute wie Sau, hilf mir. Wo bist du? Keine Ahnung, such mein Biomon. Geht nicht. Wo bist du? Shit, die haben ihn deaktiviert. Wer? Nina Cello, wo zur Hölle bist du? Keine Ahnung. Hier sind ein paar Penner unterwegs, aber es ist so dunkel hier. Ich weiß es nicht. Dann frag sie. Frag irgendwen. Schicke dir die Koordinaten und den Pass. Passdatei. Du hast mir die falsche Adresse geschickt. Verstehst du? Ich brauche deinen aktuellen Standort. Nina? Nina! Antworte mir bitte. Nina! Nina, bitte! Die ist dead. Mause tot. Lucy und Nina. Picknick am Straßenrand. Wir gehen bis zu Ninas Unterschlupf. 125 Meter in diese Richtung. Lass mich raten, Nina ist auch tot. Wäre jetzt kein Wunder, ehrlich gesagt. Ich nehme das Auto wieder. Würde mich ja nicht wundern, wenn die auch tot ist. Weil, ich meine, meistens ist es der Fall. Irgendwie finden wir nie jemand, der überlebt hat. Grand Imperium Mall. Da werden wir wieder mal. Ich sehe schon, da sind Minen. Okay, da. Übers Dach kommen wir hin. Aber was ist hier? Ganz kurz. Scavengers. Geht das hier irgendwo hin? Lächerlich. Lächerlich. Kommt man hier rein? Hier oben vielleicht? Auch nicht. Aber da oben in die Tür kommt man auf jeden Fall rein. Weil dahinter ist was. Da muss man doch reinkommen. Oder vielleicht über Ninas Versteck. Hier rüber. Öffnen. Naja, $50 ist jetzt nichts. Itemkomponente, gut. Feuerzeug. Eine Waffe. 2800 sind schon was anderes. Und noch ein Gespräch. Zwischen Nina Cello und Peter Cello. Dad, willst du mir etwa einen Herzinfarkt verpassen? Dad, bitte. Hör endlich auf, hinter die Blackwall zu gehen. Hast du denn gar nichts gelernt? Nach dem, was mir passiert ist, meinst du, diese ganzen Lachnummern, die dich auf deine Runs schicken, rühren den Finger, um dir zu helfen, wenn was schief geht? Sei doch nicht dumm, Nina. Hör einfach auf, solange du es noch kannst. Bitte, glaub mir, das ist es einfach nicht wert. Okay. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Und zu ist die Tür.
Wie kommt man jetzt da rein? Ich meine, das ist ja nicht die Tür, oder? Aha. Ich hab's doch gesagt. Aber, okay, vielleicht sollten wir gar nicht hier reinkommen. Ohne Strom. Wait. Muss man irgendwo Strom anschalten? Weil ich meine, die Tür ist zum Hacken da. August. Ohne Strom. Das ist jetzt echt weird. Ich schätze mal, man muss die Tür hacken. Ist bloß die Frage, woher bekommen wir Strom? Oder ist es vielleicht ein Eingang zu Dogtown? Und daher kommen wir da nicht rein? Kann natürlich alles möglich sein, irgendwie. Wenn man da aufs Dach rauf. Ja, nee. Okay. Kurz den Junk verkaufen. Und auch die Waffen. Naja. War falsch, aber okay. Haben wir noch so Mordwaffen, die wir nicht brauchen? Und diese leichten Maschinengewehre, naja. Brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. So. Ja, weiter geht's. Wieder zum Auto runter. Schade, ich weiß nicht. Vielleicht kommen wir irgendwie später da mal rein oder wir müssen irgendwie einen Umweg finden. Mal schauen. Dann das andere war gleich nebenan. Und dann noch dieses hier. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Da drüben. Auf jeden Fall habe ich irgendwie den Soundbug gefixt. Und auch das Spiel läuft ein bisschen flüssiger, wie es mir erscheint. Aber wir machen das hier erst in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen bei Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.